Hallo und herzliche Grüße hier aus Griechenland und ich bin gerade im Urlaub. Und im Urlaub, was nimmt man sich immer mit? Außer, wenn man hier in so ein schönes Land fährt, viel Sonnencreme. Man nimmt sich natürlich was zu lesen mit. Und was ich für ein Buch mitgenommen habe und warum ihr dieses Buch auch unbedingt lesen müsst, darum geht es heute in diesem Video. Also wenn ich in den Urlaub fahre, dann möchte ich eigentlich immer was zu lesen dabei haben, aber ich möchte eigentlich keine, sagen wir mal so Fachliteratur mit haben. Ne? Also ich möchte mich jetzt nicht mit irgendwelchen Strategien beschäftigen oder ich möchte auch jetzt nicht so ganz tief in die Materie eintauchen und deswegen nehme ich in den Urlaub eigentlich immer so ein bisschen was mit, was so ein bisschen leicht ist. Also entweder auch mal ein Roman oder sowas, manchmal auch irgendwie ein Buch, was sich so mit Börse allgemein beschäftigt, aber wie gesagt, was nicht so tief reingeht. Und bevor wir nach Griechenland geflogen sind, habe ich mal zu Hause so rumgeschaut in meinen Stapel noch nicht gelesener Bücher. Da liegen immer so 10, 15 Bücher ungefähr auf einem Haufen, wo ich sage, okay, die musst du mal noch lesen. Und da ist mir ein Buch aufgefallen und das habe ich dann mitgenommen und ich bin wirklich super froh, dass ich es mitgenommen habe, denn dieses Buch ist fantastisch. Dieses Buch heißt ganz schlicht und einfach Futures. Und zwar Futures, der Aufstieg der Spekulanten und die Anfänge der größten Märkte der Welt. Und dieses Buch ist erschienen im Börsenbuchverlag in Kulmbach. Und ich habe dieses Buch, ich glaube, vor 2 Jahren mal auf einer Messe mitgenommen. Also ich habe das lag da, hab einen Messepreis nach gekommen, kann nicht schaden, nimmst du es mal mit. Und dieses Buch ist wirklich super. Also das ist echt ein wahnsinnig tolles Buch. Ich habe es noch nie irgendwo wieder gesehen. Ich kenne auch niemanden, der es gelesen hat. Und ich kann euch nur empfehlen, lest dieses Buch. Dieses Buch, eigentlich müsste ich ein Video darüber machen in Chicago, denn dieses Buch ist eine wahnsinnige Liebeserklärung an Chicago und an die Terminmärkte in Chicago. Das heißt also an das Board of Trade, die Seaboard, aber natürlich auch an und vor allen Dingen an die CME. Und es ist total interessant. Dieses Buch hat eine Journalistin aus den USA geschrieben, Emily Lambert, die in Chicago lebt. Und ich hoffe, wenn ich das nächste Mal in Chicago bin, dass ich sie mal auf ein Interview treffen kann. Und also dieses Buch ist wirklich, ich habe es schon gesagt, eine wahnsinnige Liebeserklärung an den Terminmarkt. Und zwar wird hier beschrieben, wie die Terminmärkte in Chicago entstanden sind. 1848 wurde das Ganze ja gegründet. Und hier sind dann wirklich ganz, ganz viele Dinge aufgelistet, wie sich das entwickelt hat. Also ich lese euch mal so ein paar Dinge vor, um die es da geht. Da geht es zum Beispiel um Eier. Also wer von euch wusste denn, dass es mal früher einen Eier-Future gab? Und interessanterweise, wie der sich dann auch entwickelt hat. Es gab einen Zwiebel-Future, das wusste ich auch nicht. Also dass es Eier gab, das habe ich gewusst, aber dass es einen Zwiebel-Future gab, das habe ich auch hier drin das erste Mal gelesen. Und dieser Zwiebel-Future hätte beinahe dazu geführt, dass es die CME nicht mehr gegeben hätte. Denn es gab dann, da steht ganz viel über Manipulationen drin und was 100 Jahre her ungefähr, was da so passiert ist. Und dass die amerikanische Regierung dann drauf und dran war, den Terminhandel, die CME, aufgrund der Ereignisse am Zwiebelmarkt zu schließen. Und es steht dann drin, wie die Pork Bellies ins Spiel gekommen sind. Ein Markt, den es heute leider nicht mehr gibt. Ich habe den am Anfang noch ein paar Mal mit gehandelt, als ich angefangen habe. Mittlerweile ist der abgelöst worden von anderen Märkten. Und hier ist wirklich jeder einzelne Markt, der in Chicago gehandelt wird, von seinen Anfängen bis heute beschrieben. Und das Ganze auf eine wirklich sehr schöne, interessante Art und Weise. Hier wird also beschrieben, warum gibt es denn überhaupt den Future-Handel? Also es werden beschrieben, wie es eben die großen Nahrungsmittelproduzenten, warum es für die wichtig war, dass sie sich am Markt hedgen konnten, wie sie das gemacht haben, warum die Spekulanten so notwendig waren und wie das Ganze halt so entstanden ist. Und wer wie ich jetzt schon öfters mal in Chicago war und sich da auch ein bisschen auskennt, der erkennt da ganz, ganz viel wieder, ganz viele Straßen, ganz viele Dinge, die er schon mal gehört hat, die mir selber auch schon alte Händler erzählt haben. Und deswegen, dieses Buch macht also unheimlichen Spaß zu lesen. Es ist so eine ganz leichte Urlaubslektüre oder auch mal eine Lektüre für den Herbst, wenn es irgendwie ein verregnetes Wochenende ist. Das liest sich hintereinander weg. Ich mache das immer mittags, wenn mein kleiner Sohn schläft, dann lese ich dieses Buch hier ein wenig und ich bin wirklich super, super begeistert. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen von drauf, auch hier ein Bild von der Chicago Board of Trade.
Und das ist großartig. Es geht auch so ein bisschen in die Zukunft, ein bisschen was über Optionen ist dabei, über den CO2-Handel. Und wer dieses Buch gelesen hat, der wird danach keine neue Strategie haben. Der wird nicht sagen, ah, jetzt weiß ich endlich, wie ich erfolgreich Future handle. Der wird aber verstehen, wie Börse, oder wird besser verstehen, wie Börse funktioniert. Und das ist ja immer das A und O. Man muss das große Ganze verstehen, das große Bild verstehen, damit man dann auch im Kleinen, nämlich mit seiner eigenen Strategie, erfolgreich sein kann. Und da finde ich, ist dieses Buch also wirklich ich übertreibe jetzt mal, ich sage, das ist ein Meilenstein. Das muss man in seiner Trader-Bibliothek haben. Und wer dieses Buch nicht gelesen hat, der hat absolut was verpasst. Und ich bin froh, dass ich jetzt nach so langer Zeit endlich mal gelesen habe. Das Buch selbst ist erst 2011 in den USA erschienen, also gerade mal 4 Jahre alt. Aber das ist wurscht. Es muss nämlich nicht zeitaktuell sein, denn hier geht es um Dinge, die teilweise über 100 Jahre zurückliegen. Und es sind super interessante Sachen auch dabei, von denen man nie gedacht hat, dass die so waren. Also dass man bis in die 50er, 60er, teilweise 70er Jahre keine Frauen haben wollte an den Börsen. Und wie es dann geklappt hat, dass dann doch endlich auch Frauen an die Börsen gekommen sind in Chicago. Der Unterschied, die Konkurrenz zwischen der CME und der CBOT und so weiter. Und es ist vor allen Dingen, für mich war es spannend, weil wenn man so weiß, die CME, das ist heutzutage die größte Terminbörse der Welt. Zu der gehört ja quasi alles. Ne? Also wenn ihr irgendwo auf der Welt handelt, dann könnt ihr fast immer davon ausgehen, dass ihr Anteil an die CME dann zahlt. Denn in Dubai gehört denen die Börse mit, in Europa gehören denen teilweise Börsen mit, in den USA sowieso. Also sehr viel, was in Chicago ist, aber auch was in New York ist, also Comex, NYMEX und so weiter. All das gehört zur CME. Und wenn man dann liest, dass die noch vor knapp 50 Jahren wirklich kurz vor der Pleite standen und wie dann ein paar einzelne Leute es geschafft haben, diese Börse nach vorn zu bringen, das ist also wirklich, das ist spannende Wirtschaftsgeschichte. Und deswegen meine unbedingte Empfehlung, kauft euch dieses Buch. Wir verlinken sie unten drunter, wieder wenn ihr das kaufen wollt, entweder bei Amazon oder im Verlag oder wo auch immer, in jeder Buchhandlung. Kauft es einfach, lest das Buch, das ist echt toll. So, ich zeige es nochmal, Emily Lambert, Futures, also hier ganz, ganz einfach und echt ein tolles Buch. Kauft euch das, lest das und ihr werdet mehr verstehen, warum ich zum Beispiel auch so begeistert bin von den Future-Märkten, warum ich sehr viele Future-Optionen handle. Weil das sind einfach reale Märkte. Okay, das war's für heute. Ich genieße jetzt noch ein bisschen meinen Urlaub. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.